Hallo, in diesem Video möchte ich etwas über meine Überlegungen zum Thema Schare am Grubber erzählen. Grundsätzlich haben wir eine Bandbreite zwischen einem Gänsefußschar zur flachen Bearbeitung und einem Schmalschar zur tiefen Bearbeitung. Alles, was wir dazwischen sehen, ist irgendwo eine Art Kompromiss. Was ist die Aufgabe des Gänsefußschars? Das Gänsefußschar soll flach abschneiden. Im Grunde Unkräuter und sonstiges Bewuchs einmal flach unterschneiden und dann zum Abtrocknen auf dem Boden liegen lassen. Die Arbeitstiefe eines solchen Schars ist bis maximal 10 cm. Mit dem großen vielleicht bis 15. Die Arbeitsqualität des Schars wird durch die Bodenart und Bodenqualität und Bodenfeuchte beeinflusst. Auf einem milden Boden oder auf einem Sandboden hat das Schar keine Probleme, in den Boden einzudringen und hält seine Tiefe relativ sicher. Je toniger der Boden wird und wenn er dabei auch noch trocken wird, hat das Schar Probleme, in den Boden einzudringen. Der Wirkungsgrad, was das Abschneiden der Unkräuter angeht, ist auch von der Bodenart unterschiedlich. Je toniger der Boden ist, desto schlechter lässt sich das Schar in der Tiefe führen. Darum muss man prinzipiell etwas tiefer arbeiten und desto stärker haftet die Erde an den Wurzeln der Pflanzen. Im sandigen Boden lassen sich die Wurzeln besser enterden und können so besser abtrocknen. Deshalb liegt der Wirkungsgrad dabei, je nach Wetter, zwischen 60% und 85%. Ein kleiner Tipp: Wenn ich so flach arbeite, fahre ich am besten 30 Grad schräg zur Drillrichtung. Denn wenn die Fahrgassen oder andere Spuren kommen und das Schar immer in der Spur läuft, kann es passieren, dass es nicht tief genug arbeitet und das organische Material vor dem Schar, vor der Scharspitze sich aufstaut und Haufen bildet. Wenn ich schräg dazu fahre, hat dieses nur einen kurzen Moment den Effekt, in der Spur zu laufen und kann dann wieder im Boden arbeiten. Auf der anderen Seite, als das andere Extrem, ist der Schmalschar zur tiefen Bearbeitung. Die Aufgabe ist, den Untergrund zu lockern, Verdichtungen aufzulösen. Der Arbeitseffekt ist ein anderer. Der Schar hebt den Boden nach oben an. Je nach Bodenart bildet sich dabei quasi im Untergrund eine Art V, in dem der Boden wegbricht. Je milder der Boden, desto spitzer der Winkel, desto mehr Schare brauche ich am Grubber. Je toniger der Boden, kann der Winkel je nach Feuchtigkeit sehr stark variieren. Ist es sehr trocken, brechen sehr dicke Brocken raus. Ist es sehr feucht oder zu feucht, kommt ein schmaler, nasser Riemen oben an. Wichtig, das wäre mein Tipp für euch, wenn ich tief lockere, hinterher auch wieder gut im Untergrund rückzuverfestigen. Nicht nur oben andrücken, sondern den Untergrund rückverfestigen. Alles andere, was wir hier an Scharen sehen und was es sonst noch am Markt gibt, sind im Grunde ein Kompromiss. Es wird zwar oft gesprochen, es gibt Universalschare, aber ich denke, es sind Kompromissschare. Sie sollen einen Kompromiss finden zwischen tieferen Arbeiten und ganzflächigen Lockern. Dieses Flügelschar wäre somit quasi ein Mittelweg für eine Bearbeitungstiefe von 10 bis 15 cm. Was macht das Schar? Gerade im Kompromissbereich ist das zu überlegen. Das Schar greift in den Boden ein und leitet ähnlich wie der Pflug die Bodenoberfläche nach oben. Die weißen Pappkarten sollen jetzt mal die organische Substanz auf dem Acker bezeichnen. Mit dem Leiten nach oben wird dann auf diese Fläche der Boden aufgebracht. Je breiter das Schar ist,
desto mehr Boden hole ich aus dem Untergrund hoch. Und desto mehr Boden bringe ich oben auf. Sprich, ich vergrabe meine organische Substanz tiefer. Je schmaler das Schar ist, desto weniger. Je mehr Schare ich habe, desto öfter bringe ich einen Schlitz hinein. Das heißt, ich mische nicht, indem ich etwas durcheinander bringe, sondern ich mische im Grunde, indem ich wenig aufbringe und die Matte oft zerstöre. Das ist der Effekt des Mischens eines Grubbers. Ziel ist es letztendlich, nicht zu viel Boden nach oben zu bringen, sondern nur so viel, dass die organische Masse mit Boden bedeckt ist, feucht gehalten wird, aber noch Luft bekommt und so in Rotte geraten kann. Ein weiterer Punkt, auf den wir achten müssen, ist, in welchem Radius greift das Schar in den Boden ein. Denn schließlich muss die Erde am Schar dran lang nach oben ausweichen können. Der Radius gibt letztendlich vor, wie tief ich mit diesem Schar arbeiten kann. Steht ein Schar so steil und hat diesen kleinen Radius, dann darf ich nicht viel tiefer als so arbeiten, dass der Boden noch nach oben weg kann. Bin ich so tief im Boden drin, dann kann die Erde nicht weg. Sie drückt sich rechts und links zur Seite und ich verbrauche sehr viel Energie und Kraft, um den Grubber zu bewegen. Steht der Boden so, kann die Erde schön am Scharbogen dran lang fließen. Ein weiterer Punkt, auf den wir achten müssten, ist die Materialstärke. Wir schauen immer auf den Verschleiß. Je dicker das Material, desto länger hält der Schar. Aber wir müssen auch beachten, dass der Schar im Grunde eher spitz ist, wenn es neu ist. Nachher haben wir die ganze Materialstärke anliegen, die dann leicht rund ist, in etwa so wie mein Daumen. Und dieses leicht runde hat zur Folge, dass ein Teil der Erde, der vorsticht, nach unten weggeht, während die Masse nach oben weggeht. Das Problem ist letztlich aber, was geht an Erde nach unten weg? Denn diese Erde muss irgendwo hin und sie lässt sich nicht so einfach in den festen Boden drücken, sondern nur da, wo Poren sind. Und deshalb haben wir diesen Schmiereffekt unter Scharen, dass der Boden dann ausweichen muss und in die Poren des Bodens gedrückt wird. Ich habe im letzten Jahr meinen Grubber von diesem Schar auf dieses Schar umgestellt. Der Grund war, es war trocken, ich kam mit diesem Schar nicht in die Erde hinein und brauchte etwas mehr Untergriff. Habe mich dann aber für dieses schmale Schar entschieden, um nicht zu viel Erde nach oben zu holen. Wie gesagt, wir sprechen hier von einem Kompromiss.